Bob, was machst du da? Jeff, ich bin im Van eingesperrt. Ich bin im fucking Van eingesperrt. Bob, ernsthaft? Ah, jetzt. Bob klettert aus dem Van. Bob ist Ninja. Ninja Bob, der Cop. Cop Bob Ninja. Dein Name gefällt mir. Gosha garments and a white 3 on my body. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz. Make you say they run my home. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir und Raysound. Ja, wir sind wieder in der Stadt. Ich hoffe, die letzte Folge hat euch gefallen, wo wir mehr oder weniger gut SWAT gespielt haben. Das war ganz lustig. Machen wir auf jeden Fall wieder. Aber jetzt sind wir wieder im normalen Streifendienst unterwegs. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch kurz was zeigen, was ich ziemlich verblüffend fand, als ich das selber rausgefunden habe. Und zwar habe ich ja vor kurzem bin ich ein bisschen über Los Angeles, also auf Google Maps, rumgeschweift über dem Stadtteil Compton. Ja, Compton sagt euch bestimmt was, entweder aus dem Film Straight Outta Compton oder einfach auch so, weil Compton ist so der Stadtteil Los Angeles, wo die meisten Gangs unterwegs sind und wohl auch das gefährlichste Gebiet von der Stadt. Ich glaube, mittlerweile hat sich's gebessert, aber früher war es auf jeden Fall ziemlich brutal, sagen wir mal so. Und hier bin ich jetzt in Davis, dem Nachbau aus Compton. Und ihr werdet jetzt hoffentlich irgendwo eine Einblendung sehen aus dem Abschnitt, wo kommt, also aus dem Abschnitt hier. Und ich finde das ziemlich krass, wenn man wirklich guckt hier, da ist das Gericht, hier das Court von Davis. Sieht genauso aus wie das Compton-Gericht. Direkt daneben ist auch hier dieses Compton-Statue-Ding, was ich euch, das werde ich euch alles einblenden nachher. Hier ist die Bibliothek von Compton, was hier die Bibliothek von Davis ist. Also hier steht nur Public Library, steht auch in echt genauso drauf, habe ich vorhin extra in Street View geschaut. Diese Bucht hier gibt es auch, ne? Das könnt ihr euch alles auch selber anschauen, ich werde euch den Link dann noch geben. Weiter laufen wir jetzt nicht, aber dieses gesamte Gebiet hier, auch diese Polizeistation, wenn ihr unten auf die Karte guckt, wo ich gerade hinschaue, das ist die, oh scheiße, gehen wir mal auf den Boden. Das ist die Compton Sheriff Station. Wir haben ein Problem, wir brauchen Backup. Brauche ein Backup. Ey. Scheiße. Na, auf jeden Fall, ich werde euch das alles einblenden. Und ich wollte das nur mal erwähnen, dass das, dass ich das ziemlich krass finde. Das nachgebaut. Ey. Scheiße, was machen wir jetzt? Ey, auf dem Boden. Ich werde beschossen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh, Unterstützung. Auch ein SWAT. Was weiß ich, was wir alles brauchen. Ah. Oh mein Gott. Was ist das hier? Wo bin ich wieder reingeraten? Ich wollte euch nur ein paar Sachen zeigen, bis die Hintergrundinformationen zur Stadt geben. Und jetzt werde ich hier so bestraft. Auf jeden Fall. Jetzt, wo wir schon geklingelt haben, hier ist das Sheriff Department. Gibt es auch in Compton genau in derselben Position. Ja, ich glaube, da hinten ist noch irgendwas. Toll. Weißt du, da möchte man nur einmal ein bisschen Knowledge droppen. Und schon wird man hier bestraft von den Gangmitgliedern. Ja, man sieht schon, die haben nicht nur die Stadt eingefangen, sondern auch die Atmosphäre in der Stadt. Oh Gott. Na gut, wie gesagt, Link zu dem Abschnitt hier ist in der Beschreibung und das ist ziemlich krass. Vor allem, wie die das Gerichtsgebäude hier nachgebaut haben, finde ich ziemlich beeindruckend. Was ich auch beeindruckend finde, ist, wie ich es immer wieder vergesse, mir die Glock zu geben, was ich noch kurz mache. Und was auch beeindruckend ist, Godmode aus. So, können wir jetzt wieder friedlich spielen. So, jetzt haben wir schon 5 Minuten, Alter. Nur am Rumblödeln hier. By the way, die Feuerwache gibt's auch. Die steht sogar gegenüber von hier, ne? Aber alles, könnt euch alles anschauen, ne? Wenn es euch interessiert. Wenn nicht, dann eben nicht. Mein Gott. Ich wollte es nur eben mal erwähnen, weil ich habe das heute Mittag gemerkt, als ich ein bisschen umgeguckt habe und das war halt dann. Also ich stand hier oder ich saß vorm PC und hatte schon die Kinnlade recht weit unten. Weil die das schon sehr detailgetreu nachgebaut haben. Aber gut. Genug von dem. Die Molle gibt's by the way auch. Ne, ich höre jetzt auf. Wir machen jetzt mit LSPDFA weiter. Wir sind im Ganggebiet. Wir haben spät am Abend. Und gucken mal. Boah Gott, unsere Windscheibe, ey.
durchlöchert wie sonst was. Public Disturbance. Okay, alles klar. Wir sind hier im Ganggebiet. Das ist überhaupt nicht gut. Wir fahren nochmal hin. Ich habe Angst, weil hier ist echt gefährlich. So, pass auf, wir machen mal hier. Ich habe Angst hier im Gebiet. Das ist nicht gut. Jetzt nehmen wir die Waffe weg hier. Sonst lösen wir hier was aus, was wir nicht auslösen wollen. So, guten Morgen. Sag mal, Sie haben ein Headset aus. Sind Sie Domian? Oder wieso meditieren Sie hier und haben ein Headset auf? Das ist aber... Also auf, ich möchte die Waffe nicht ziehen. Ziehen wir eine Taschenlampe. Stehen Sie mal auf. Ja, ey, nein, bleiben mal stehen. Aber im Endeffekt, Sie dürfen ja imitieren, wie Sie lustig sind, ne? Das ist ja hier ein freies Land. Aber um den Einsatz abzuschließen... Beziehungsweise bleiben Sie mal so stehen. Wie kann ich denn jetzt hier nochmal... Jetzt bleiben Sie stehen, das ist... Mensch! Ey! Stopping! Bleiben Sie mal stehen! Okay, laufen Sie halt weg! Mein Gott! Ich meine, Sie haben ja nichts Verbotenes getan, das war jetzt auch nicht... auch nichts Böses. Hallo! Morgen! So! Ich habe Angst, dass wir gleich alle zusammen geschossen werden, deswegen lasse ich jetzt mal die Provokation. Und wir fahren weiter. Oh. Code 4. Okay, perfekt. Gut. Ich hab echt ein bisschen Angst, dass wir gleich alle... dass wir gleich ein paar Probleme bekommen. Driver under the influence. Alles klar. Den müssen wir wahrscheinlich stoppen. Da fahren wir mit Code 2 hin, oder? Nur weil er jetzt ein paar Drogen hat, müssen wir jetzt da nicht hier gleich einen auf Tatütata machen. Fahren wir hier so. Komm. Ja, schnell fährt er auch nicht, also da können wir schön in aller Ruhe ganz gechillt ihn anhalten. Okay, vielleicht fährt er doch ein bisschen schnell. Ich ziehe die Aussage gerade von gerade zurück. Was macht denn der da? Ey. Kollege. Kollege. Ey, bleiben Sie mal, ey. Passt. Bleiben Sie mal stehen hier, Mensch. Muss ich ihn hinterherfahren oder was? Machen wir mal hier. Vielleicht schüchtert das den ein bisschen mehr ein. Komm. Bleiben Sie mal stehen. Ich möchte nur ein bisschen quatschen mit Ihnen. Ey. Bleib stehen. Wieso kann ich ihn nicht anhalten? Ich hab ihn noch angehalten, oder? Oh Gott, da rammt sie die Autos wie sonst was. Jetzt, komm, bleiben Sie mal stehen. Hab ein Wörtchen mit ihnen zu bereden, ja. Ist halb so wild. Nicht nur, dass sie wissen, dass sie so nicht fahren können. Deswegen, gut, passt. Na, der ist halt echt flüchtig, ey. Dann machen wir es auf die harte Tour. Ah, bitte Air-Unit und ein paar Ground-Units. Mensch, ey, das ist ja hier. Oh Gott. Sag mal, wieso fahre ich den Leuten eigentlich immer hinten rein? Weißt du, ich gucke immer auf die Map, wo der ist. Warte mal. Oh. Ey, ah. Fahrzeug hat uns gerammt. Ich muss echt aufpassen, dass ich den Leuten nicht immer hinten reinfahre. Das ist mega unrealistisch. Oder bleibt, glaube ich, doch stehen. Ey. Ey. Bleiben Sie stehen. Ey, nicht mit der Taschenlampe. Mit dem Elektroschock. Nein. Oh, er ist hingefallen. Bleiben Sie stehen. Nehmen Sie die Hände nach oben. Nehmen Sie die Hände nach oben. Gehen Sie auf den Boden. Gehen Sie auf den Boden. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut. Guck mal. Wären sie stehen geblieben, wären sie vielleicht anders davon gekommen. Oder zumindest länger sind sie nicht auf dem Boden, sondern wären dann einfach so mitgenommen worden. Aber sie wollten es auf diesem Weg. Und der Kollege ist nicht viel besser. Ich glaube, der ist auch impaired. So, hier den Transporter. Den haben wir geholt. Da kommt da hinten an. Wir müssen da eben noch die Karre abschleppen. War das die? Nee, das war die nicht, oder? Nee. Das war ein roter. Oder war das ein roter? Nee, auf jeden Fall ist der auch komplett... in Ordnung hier. Nee, sie können weiterfahren. Verstehe nur nicht, wo ihre richtige Karre ist. Wahrscheinlich ist sie weggefahren von alleine. Wahrscheinlich sind sie gar nicht der Schuldige, sondern die Karre war einfach scheiße. Das war so ein selbstfahrendes Auto. Weißt du, jetzt wird der dafür verhaftet. So, wir dürfen einmal reparieren. Was mache ich da?
Ich fahre echt heute fahre ich. Wir haben früh morgens, ja. Der fährt auf der falschen Spur, warte mal. Den ziehen wir mal ganz schnell raus. Ey. Rüber rechts ranfahren. Ey. Ne, da bleiben sie nicht stehen. Sie fahren schon rechts ran, nicht links. Genau. So. Guten Tag. Immer bleiben Sie mal stehen zur Abwechslung, ja? Nichtsdestotrotz sind Sie auf der falschen Spur gefahren. Oh, bitte fahren Sie mich nicht rein. Deswegen hätte ich gerne mal Ihre ID. Ich möchte mal eben wissen, ob Sie überhaupt zulässig sind, ein Fahrzeug zu führen. Fred Schnitzler. What the fuck? Das klingt deutsch. Und gleichzeitig komplett bescheuert. Ja, okay, Sie haben nichts, aber wir haben eine Machete in Ihrem Fußraum. Wie kommt diese Machete in den Fußraum? Fragen Sie sich jetzt vielleicht. Ich würde mal sagen, Sie steigen mal bitte aus, ja. Das kommt mir alles suspekt vor. Wieso klauen die immer meine. Wieso probieren die meine Karre zu klauen? So, ich hätte sie gerne mal durchsucht, ja. Ich meine, sie sind irgendwie komisch. Sie fahren auf der falschen Spur, haben eine Machete im Fußraum. Jetzt finde ich noch ein Skydiving-Ticket, ja. Also jetzt ist es langsam mal genug hier. Na gut, ich werde es jetzt nicht mitnehmen. Ich werde es jetzt nur mal... Ja, verwarnen ist eigentlich zu wenig. Ich werde ihm eine Citation geben. Ein Ticket geben. Von... Ich dachte, man kann das ausführen, wie viel. Aber gut, dann halt nicht. Ja, ja, beruhigen Sie sich. Halb so wild. Eigentlich müsste ich sie mitnehmen. Aber da, dass sie ziemlich stinken, habe ich keinen Bock, sie in meinem Auto zu haben, ja? Deswegen fahren sie einfach weiter und sie probieren sich nicht, meine Karre zu klauen. Mensch! Bleiben Sie mal stehen hier. Hätte mal gerne Ihre ID. Wieso probieren Sie meine Karre zu klauen? Katie Rhodes. So, Katie Rhodes, ja. Haben Sie etwa ein rotes Mikrofon oder was? Also Sie haben auch nichts verstoßen. Ja, dann gebe ich Ihnen jetzt eine Verwarnung. Aber wenn Sie noch einmal mein Auto rangehen, ne? Wo ist eigentlich der Fahrzeugbesitzer jetzt hiervon? Müssen wir die Karre jetzt abschleppen oder was? Ja gut, scheinbar müssen wir die Karre abschleppen. Und was machen Sie da vorne? Steigen Sie bitte wieder in Ihr Taxi ein, ja? Kein Grund zur Aufregung. Kein Grund zur Aufregung. Na gut, Sie machen das. Oh Gott, ich bin mal ganz schnell weg hier. Bevor hier noch irgendwas passiert. Boah, wie sieht das schön aus hier, ne? Jetzt sind wir in La Puerta. Dazu kann ich leider nichts sagen. Guck, wie viele Leute sich aufregen. Ist das eine Wissenssendung oder was? Der Täter mir was von Los Angeles. Ich möchte nur Gameplay sehen. Möchte kein Wissen haben. So, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier ganz woanders. Prison with a Knife. Da fahren wir. Da fahren wir mit Code 3 hin. Das Butschi-Kanal. Da fuchtelt jemand mit einem Messer rum. Möchte er Zwiebeln schneiden oder was? Suspect is female. Ja, da fahren wir mal. Da parken wir hier mal. So, und sehen uns die Sache mal genauer an. Ja, die hat ein Handy. Ja, fuchtelt hier mit einem Messer rum. Oh, das ist ja ganz woanders. Moment mal, wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Wer fuchtelt hier mit einem Messer rum? Ey. Müssen Sie das... Oh Gott. Ey. Oh, die ist hingefallen. Alter, die hat eine Machete in der Hand. Was macht die da? Alter, ich verfehl die ganze Zeit. Warte mal. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Lassen Sie das Messer fallen. Was sind das für eins? Weiß ich nicht. Egal. Gehen Sie auf den Boden. Ey. Gehen Sie auf den... Okay. So. Guck mal, der News-Helikopter steht schon da. Und diese fuchteln Sie mit dem Messer rum. Fallen wie so aus, sie die ganze Zeit aufs Maul. Das kommt mir alles so suspekt vor. Frau Suspekt. Da kommt schon unsere Unterstützung.
Fahren Sie mit den Kollegen mit, nicht? Oder ich suche sie nochmal kurz zur Sicherheit. Nicht, dass sie hier noch irgendwie einen mobilen Waffenladen in sie drin haben. The pad was deleted unexpectedly. Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag, auch wenn Ihr Messer jetzt beschlagnahmt ist. Ich hoffe, Sie können auch als Hausfrau dienen. So. Speed Pursuit, nehmen wir an. Speed Pursuit ist da hinten. Okay, dann müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ey, geh da rein, komm. Officer. Ich habe jetzt übrigens überlegt, nach 70 Folgen, dass wir den Officer Bob nennen, ja. Weil Bob ist geil, ja. Bob der Cop. Das war der Hintergrundgedanke dazu, dass man einfach Bob der Cop sagt und gut ist, ja. Oder Cop der Bob. Wäre auch cool. Wie auch immer, wir haben jetzt Speed Pursuit. Wobei das nicht wirklich nach Speed aussieht, sondern eher nach Omi Pursuit. Aber gut, wir sind ja nicht der Dispatch, ja. Dispatch hat wahrscheinlich wieder geraucht. Wobei der... Oh, okay, ich glaube, das war die Motorhaube. Fahren Sie mal... Ja gut, ich glaube, rechts ranfahren macht der nicht mehr. Dann holen wir mal... zwei junge Unterstützung. So, wenn wir das hinbekommen, den jetzt so einzukesseln... Oh Gott. Aber schnell fährt er ja nicht, ne? Er hat nur eine etwas größere Karre als wir. So, ey. Wenn Sie mal aussteigen hier. Komm, schalten Sie mal aus. So, nehmen Sie die Hände hoch. Gehen Sie auf den Boden, ja? Speed Pursuit, ich meine, gut, uns wurde zwar Speed Pursuit gesagt, aber was sie da abgeliefert haben, war nicht wirklich Speed Pursuit. Sondern eher, ich fahre mal ein bisschen umeinander Pursuit. So, ich suche einmal ihren Lieferwagen. Vielleicht haben sie da ja irgendwie was drin, was uns interessiert. LSPD Engraved Stun Gun. Haben sie etwa einen Taser geklaut, oder was? Oder wie soll ich das verstehen? Ich suche noch einen Fußraum hier vorne. Alles nicht so... Ey, Moment. Hallo. Nein, steigen Sie mal aus. Steigen Sie aus. Nehmen Sie die Hände hoch und gehen Sie auf den Boden. Was wollen Sie jetzt hier? Warum denken Sie, können Sie diesen Van klauen? Nur weil der Van gerade keinem gehört, sondern der Polizei. Und weil der Führer Der Führer wurde abtransportiert. Das kann man jetzt komplett falsch interpretieren. Der Fahrzeugführer wurde abtransportiert, ja? Jetzt fahren Sie mal hier, so hier, ne? Wir haben hier eine Crime Scene. Oh Gott. So. Achso, die Leute meinten, by the way, ich soll die Straße absperren, aber irgendwie bin... Ah, hier, close nearby roads. Was passiert denn dann? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall soll ich es machen. Habe ich jetzt gemacht. So, wo waren wir? Wir wollten die Karre durchsuchen, ne? Dann machen wir das mal. Beziehungsweise machen wir das weiter. Komm. Beifahrerseite. Bob, was machst du da? Jeff... Ich bin im fucking Van eingesperrt. Bob! Ernsthaft! Ah, jetzt. Bob klettert aus dem Van. Bob ist Ninja. Ninja Bob, der Cop. Cop Bob Ninja. Der Name gefällt mir. Hast du, ich glaube, close nearby roads spawnen keine Fahrzeuge mehr oder zumindest nicht in der Nähe. Also im Prinzip spawnen keine Fahrzeuge mehr, weil in der Nähe spawnt eh nichts. In der Weite spawnt eh nichts. So, naja, ich glaube, wir können die Straße dann eh wieder freigeben. Wir haben jetzt alles erledigt. Wir haben zwar ein kaputtes Polizeiauto, aber das macht ja nichts. Also wir dürfen aber einmal reparieren, ja, das ist wichtig. Oh, was ist denn da in der Gasse? Ist da irgendwas Wichtiges? Vorsichtig. Officer, help me. Oh Gott. Ey. Nimm sie die Hände hoch. Oh Gott. Ist hier noch jemand? Von ist jemand.
Oder ist da jemand? Ich weiß es nicht. Nee, das ist unsere Karre. Ja, Homicide ist passiert. Wir sehen es gerade. Alter. Das war knapp. Das war knapp. Ich glaube, die wollte sich zwar ergeben, aber das war mir dann zu risikoreich, dass sie dann doch noch irgendwie schießt, weil sonst wäre mir echt weg gewesen. Achso, warte mal, damit sie euch nicht aufregt. EMS. Immer EMS rufen. Unser erster Tote heute, oder? Oder habe ich was verpasst? Ich glaube, unser erster Tote. Oder unsere erste Tote. Sagen wir so, nicht Toter. Tote? Toter? Der erste Tote. Totem. Officer Bob. Ich bin Officer Bob. Officer Bob ist ein guter Name. Na gut, Leute, ich würde sagen, bis der EMS hier kommt, ist unsere Schicht eh vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns in der weiteren Folge von LSPF A. Bis dahin. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.